Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ja, schon mal vorab, ich glaube, in dieser Folge wird nichts Story-Relevantes passieren und deswegen bin ich nämlich hier, und zwar will ich hier die Stufe Rot-Gegner fertig machen. Ich habe gemerkt, ich kann jetzt zu einigen Orten wieder zurückgehen und ja, die Chance tue ich natürlich so schnell ergreifen, bevor sie wieder verfliegt und ich nicht hier hin kann und so. Außerdem muss ich ja noch, weil ich Sachen bekommen. Wer weiß, vielleicht kriege ich ja irgendwelche richtig geilen Glaziten, Ventiten oder wie auch immer, die mir irgendwie in der Zukunft helfen werden. Deswegen, ja, machen wir so schnell wie möglich die ganzen Stufe Rot-Gegner. So, mit Eleanor habe ich noch irgendwie einen Titel bekommen. Marathonläuferin, ja. Indem ich ganz viel gelaufen bin. So, und dann habe ich offscreen mit einigen Charakteren einige Sachen hier hochgelevelt hier, so, also nur die Ausrüstung habe ich hochgelevelt und ich möchte mal kurz was ausprobieren, weil jeder hat irgendwie noch so einen Titel, ja, Höchstmenge angelegter Aufwertungen, und die würde ich mal gerne lernen, weil die Effekte von diesen Dingern sind alle Lerngeschwindigkeit plus so und so viel. Und gucken wir mal, was der nächste Effekt danach ist, hoffentlich ist dann noch mal Lerngeschwindigkeit und irgendwas. So, ich habe fast jede Klamotte hier so hochgeballert, jeden Ring und so, die Ringe nicht, doch hier Verlangsamungswehr, muss ich gleich alles noch mal umrüsten. So, ich kann alles nur maximal auf 3 hochbringen, das heißt 1 2 3 4 5 15 Dinger kann ich im Moment nur haben. Aber ich habe 15. Buff. Masker arbeiteter Magier. So, und dann war es ab, denn das ab 30. So, leider. Was ist bei Waffenmeister? 14%. Gut. Ich darf wieder umrüsten alles. Möchte ich das haben? Ich habe alles. Ich habe für jeden Charakter irgendwie, ja, der so Lerngeschwindigkeit plus ausgerüstet hat, die Dinger hochgeballert. Möchte ich dann aus? Ja, ich möchte dann ausgerüstet haben. Naja, bei dir hatte ich irgendwas. Lerngeschwindigkeit, ja, das ist auch schon richtig. Also jedes Mal, wenn die nichts mehr ausrüsten haben, dann tue ich mir natürlich Lerngeschwindigkeit plus geben, damit die alle anderen Sachen hochleveln. Und ja, ich glaube, den Titel werde ich ausgehen mit jedem lernen, weil das ist jetzt Zeitverschwendung. Deswegen macht man jetzt so. Und wen habe ich hier getauscht? So, Floridolche. Ich tue jetzt aber noch mit jenen die Waffen ausrüsten, die Lerngeschwindigkeit und also was haben. Die habe ich hochgelevelt. Nee, ich glaube, hier Floridolche sind die, die ich ausgesetzt haben wollte. Ne? So, mit jenen habe ich auf jeden Fall eine Waffe hier voll auf 3 gepackt, wenn die irgendwie nichts lernen oder so. So, diese Maske gestärkter Samurai. Höchstmenge aufgelegter Aufwertung. Ja, ich nehme an, wenn ich alles auf Level 4 bringen kann, dann habe ich 4 8 12 16 20, aber immer noch nicht reichen. Was, wie kann ich denn die an hochleveln, wenn ich müsste ja alles auf 5 haben? 5 mal 5 25, nee, nicht mal dann. Was, also wie hoch kann ich denn dann hochballern? Egal. So, ich habe hier rausgefunden, wir haben sogar vorm Boss und Teleport Dingen, das wir aktivieren konnten, habe ich gerade erst aktiviert, und dann nutzen wir, um jetzt den, oh Gott, geh weg, um den Boss kaputt zu kloppen. Ich glaube nicht, ob ich schon mal versucht habe, gegen den zu kämpfen oder mir ihn so kurz angeguckt habe oder so, aber wüssten den eigentlich, hat er mich von da hinten gesehen? Er hat ein Ausrufezeichen gehabt vorhin. Aber gucken wir mal, ob wir den erledigen können. Ich hoffe ja. Die dürfte jetzt irgendwie Level 36 oder irgendwie sowas sein, ne? Trank zu dem. Hätte ich vielleicht vorhin später einsammeln sollen. Na, guck mal, ja. Böse Plan Tasma. So, Resistenz, Schwäche, Wind. Buff. Dann brauche ich also erstmal. Er kommt natürlich mit seiner Dämpfe-Rolle als erstes.
Oh Gott. Bitte nicht kaputt hauen, weil sonst... So gut. Wenn er mich kaputt gehauen hätte, also Eisen, dann hätte ich verdammt nochmal meine ganzen SA verloren. Das finde ich jetzt nicht gut. Boah. Nein, Maglu. Magier, du, komm. Ja, vielleicht mit ihm Malagard einsetzen, ja, aber vielleicht eine Idee. Oh Gott. Nein! Boah. Junge. Du hast nicht irgendein Windangriff, oder? Oh Gott, geh weg. War gut ausgewichen, Magelo. Ja, geh weg. Au. Jetzt drehst du durch, ne? Ist bei jedem von diesen blöden Gegnern. Ja, ah, mit dem Kontern. Sehr gut. Toll, ich will eine zweite Mystic Art sehen, verdammt. Werde ich wahrscheinlich aus Versehen offscreen nur sehen, was ich nicht so gut finde. Ich will halt nicht mal vielleicht teilen. Ja, komm her. Und mir bringt das nicht viel, ich kann kontern. Ah! Kontert, was machst du jetzt? Warte mal, du hast auch eine Stufe zwei Dingen. Wie will ich das sehen, verdammt? Wurf. So, heil mal jemand Eisen. Wurf. Oh, schon tot. 125 Treffer waren das gerade gesehen. Dann zieht der Umkehr. Gehört auf mittlere Schwierigkeitsgrad oder höher. Eine zufällige Fertigkeit. Die Fähigkeiten verstärkt, wenn die KP unter einen gewissen Wert sinken. Na super. Das sind ja die besten Fertigkeiten natürlich. Wurf, Level 14. Aber amerikanischer Subkontinent. Amerikaner, die sind aus Tales of Graces F. Pascal war eine. Ja, mal rot-weiße Haare. Die sehr an Seraphin Haare erinnern. So. Wir gehen jetzt hier raus zu den Nocksümpfen. Da war schon direkt das nächste Viech. Und zwar... Was? Wo ist das Viech? Ja, einen Moment. Auf dieser kleinen Insel wartet doch hier auch so ein Vieh. Was? Ja, speichern wir erstmal. Da. Ja, storymäßig wird hier nicht viel passieren. Ich werde wahrscheinlich mal Kämpfe machen, diese Mini-Bosse erledigen. Dann habe ich das Viech erledigt. Ich meine, ich habe die noch nicht erledigt. Habe ich nicht gerade noch auf dem Weg hin gesehen? Da bin ich blöd. Vielleicht so einen Typen hier ansprechen. Einfache Schleife. Ist die neu? Nö. Okay. Kann ich gleich mal mit so einem Typen reden. Warte mal, gehen wir mal kurz. Ich hab Geld wieder zurück. Locker. Immer meinten hier mit so einem Typen, der irgendwie Monster für uns hier bezahlt. Ja, der tut die Monster bezahlen, genau. Ich freue mich, ich krieg nur 3000. Das ist ein bisschen wenig. So, das war Level 36 und da war jetzt nicht so schwer. Das ist noch sehr weit. Königin der Meere. Kyrophäe. Das sind mehr als 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich dachte, es gibt nur 10 von diesen Viechern. Eisen.
Das ist voll angelogen, der Typ. Er hat am Anfang des Spiels gesagt, ja, davon gibt es 10. Ja, die müssen wir alle schnappen. Dieser Lügner. Weißt du, was du bist? Lügen tust du. Lass mich mal kurz den Glazit hier oder im Ventil oder was auch immer angucken. Der wird natürlich wieder hier angezeigt. So, das war sehr gut, ich Idiot. Umkehr, ja. KP unter 9%. Wird angegriffen und 30 erhöht. Habe ich das nicht? Nur halt, wenn die KP unter 8% gehen oder so, haben sie halt zum 1% erhöht oder was, würde mich auf den Arm nehmen. Ich brauche so ein Ding, wo ist hier so ein bei da, da ist das doch, oder? Die Meisterfertigkeiten, boah, keine Ahnung. Sind die jetzt irgendwie zufällig in normalen Klamotten drin oder was? Keine Ahnung. Gehen wir, ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist. Ist da oben, ne? Ja. Geh weg. Also, komm her. Wolltest du unbedingt auf der Fresse kriegen, dann so. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier in der Nähe nahe am Level up ist oder irgendwie sowas. So. Das gibt's doch. Ich habe mir im ersten Angriff schon 8 Dinger. Boah. Oh, ihr verarscht mich hier. Verarschen tut ihr noch. Ah, Magier. Ja, super, ich will nicht Magier sein. Ich will verdammt nochmal zweiten Mystic Arts hier sehen, ey. Ja, voll kacke, wenn man das ganze Spiel lang ja die nicht sieht, ey. Da haben wir einen Test empfohlen, ja. Nur da hatten die irgendwie so kryptische Aktivierungs Voraussetzungen, ey. Also diese Taste und diese Taste und diese Taste gedrückt und hab unter 2% HP und setze diesen bestimmten Angriff ein und tu dabei 8, weiß nicht, Treffer oder so landen. Irgendwie so was war das doch. Ah, komm, ich schaffe euch beide. Kommt, hart. Ja, lacht jetzt schon. Weiß ich. Toll, jetzt sind die auf dem gleichen Level wie ich. Will ich auf den Arm nehmen. Aber ich werde nie die zweiten Mystic Arts sehen. Ne? Sieht so mal aus. Ja, wer hat denn die gerufen? Hat er gerade neu reingekommen? Auch. Machst du da, Eleanor? Ich höre die ganze Zeit, wie du was leicht sagst, ey. Au. Ja, boah. Oh nein, ich hab nicht genug. Was? So, ich hab L1 und X gedrückt. Da habe ich jetzt auch so eine Kombi, genau. Du hast auch 4 Dinger. Ist auch eine zweite Mistgard. Ja, Oku hat auch nicht eine zweite, denke ich gerade. Also ich muss da noch mal mit Dingens hier. Okay, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich genug Sterne habe mittlerweile, ne? Ich glaube, die Maximum SA, die werden doch irgendwie dadurch beeinflusst, wie viele Sterne ich mit meinen Angriffen habe. Oh Gott. Gucken wir mal hier. Auf X müsste ja die meisten haben, weil, ne? Ja. Ja, wird von den Maximalsternen hier so. Der Durchschnitt der maximal
Sterne irgendwie beeinflusst, wie ich das verstanden habe. Ich habe das so erklärt. Boah, die Zauber sind so schwach, ne? Brauchst du gar nicht einsetzen eigentlich. Oh nein, Wechsel. Was sind ja eigentlich nur so viele Gegner? Seine Mystiker einfach. Danke. Feiner Help. Ja, ich fliege immer weit, viel zu weit hoch. Ich treffe mich doch nie. Okay. Oh, Lüstscharte. Okay. 135 Erfahrungspunkte für all das. Gewesen hat jemand hier was gelernt. Und Velvet hat jedes Paar Schuhe hier abgeschlossen, ausgezeichnet. Dann kann ich ja jetzt irgendwie Sachen geben, die Lerngeschwindigkeit so haben, wie das hier zum Beispiel. Voll die bekloppten Werte, aber Lerngeschwindigkeit. Hallo. Ausgerüstete Angreiferin und sie hat jetzt auch Dingens gehabt. Über 10. Sehr gut. So ein Speicherpunkt da oben. Ich glaube nicht, ne? Verdammt. Geh weg. Und dann versuch mich zu. Oh Mann. Für ein Freak. Ah, was für ein Freak. Okay. Ich hoffe, ich tue diesen, da war so ein Werwolf-Viech, ne? Will ich aber auch noch schaffen, ne? Sind aber schon wieder zwei von diesen Viechern erledigt. So, ich möchte aber erstmal da hinten zum Speicherpunkt gehen. Ich habe mich aus irgendeinem Grund ja nicht dahin porten, glaube ich, oder? Logis, Lothringen. Ja toll, ich weiß doch nicht. Oh. Glaube ich, kann mich dahin porten. Gut. Porten wir uns dahin. Speichern wir. Speichern mal hier, speichern mal da, speichern mal hier. Okay. Und das hier sieht so verdächtig aus. Aber da ist doch der Turm, oder? Wo wir gegen Zaveit damals gekämpft haben in Tales of Hysteria. Also ich sage da so, als würden die Leute, die halt damals geguckt haben, auch hier vorbeischauen, ne? Aber schaut doch hier niemand vorbei. Oh Gott. So sieht's doch mal aus, ey. Ich sag das so, als hätten irgendwie so tausende Leute geguckt, ey. Ich meine, so verteilt auf die Zeit her, waren das schon so ein paar Views, die ich da bekommen habe, aber trotzdem. Ist ja nicht so, als wenn sich ja Leute irgendwie ja zurückkennen. Ach ja, ich erinnere mich noch hier. Tales of Hysteria, das waren gute Zeiten mit den Daniro LP. Oh Mann. Gott, komm her. Werde ich auch noch schaffen. Ein bisschen Werwolf, verdammt. Das ist eine geile Frisur, oh, Brutwolf. 37, komm, den schaffen wir. Oh Gott. Du bist schwach gegen Wasser, perfekt. Ich mal da an. Er ist jetzt schon leicht kaputt, wie das aussieht. Ah. Komm mal her. Schlitz. Boah. Afro Wolf hier, komm her, nämlich Afro Wolf. So ein hochsetzender Elvis Lock hat der. Oh Gott. Geht auf mich los, ey. So, die hat schon 5, was? Warum brauchst du denn so lange? Vielleicht weil die Dinger irgendwie abgelaufen sind oder so, ne?
weiß aber kommen. Treffer gedrückt, Mann. Mein Gott, der ist ja voll einfach. Der war viel zu einfach. Fahrerlauf ist der Kraftprotz. Viele Sachen gelernt. Sehr viele Sachen gelernt. Bentita der Kyrophäe. Euer Treffer werden als Mission Art mit einem Teil des verbrauchten mystischen Arts erstattet. Was? Während einer Mission Art wird ein Teil des verbrauchten mystischen Art erstattet. Was soll das denn heißen? Krieg ich dann mehr Verbrauchrat oder was? Hey. So, du hast nicht alles. Boah. Sie hat irgendwie die meisten Sachen hier. Oh, du hast schon alle Dinger. Lerngeschwindigkeit, Lerngeschwindigkeit. Verdammt. Ich brauche sie ja Lerngeschwindigkeit. Ne, verdammt. Gib mir das. Du kriegst dafür, weiß ich, das hier nichts anderes. Lernen irgendwie. Ja, ermöglicht. So, nehmen wir das hier. Hätte noch was, du hast was. Nehmen wir das. Jetzt haben wir da alle Zeugs. So, Kraftprotz. Das war mit den Stufe 8 Dingern, ne? Stufe, Alarmstufe. Jetzt 31. Also 31 gibt es jetzt. Gut, dass ihr mir erzählt, das sind wir bitte mehr. Ich habe keine. Boah, da muss ich einen ganzen Weg zurücklaufen. Oh, was? Hey, einen Moment. Boah, ist hier irgendwo ein Shop. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Boah. Oh mein Gott. War wieder ewig dauern, ey. Zerstören. Achso, nee, okay. Boah, ich dachte, ich muss jetzt noch mal durch eine Höhle. Ja, pff, ich bin nur hier gerade reingekommen. Boah. Mein Kurzzeitgedächtnis. Da lang. Nee, da lang. Nee, da lang. Sieht so komisch auf. Ich sehe mich irgendwie nur auf der Karte. Ich gucke ja gar nicht irgendwie, wenn ich mich durch die Gegend bewege. Ich gucke ja nie irgendwie so meine Umgebung oder so. Ich gucke ja immer auf der Karte, wenn ich eine Minimap habe. Irgendwie nur, wie mein Punkt sich bewegt. Ich gucke ja gar nicht auf Magilo oder so oder auf das Gras oder irgendwie sowas. So, da war ja so einen guten Run hatten, obwohl ich glaube, ich kann nirgendwo anders hin, ne? Nee, ich kann nirgendwo anders mehr hin. Boah. Was hat es mit diesen komischen Gegnern auf sich irgendwie, die, ich glaube, ich werde ja ein bisschen trainieren dann in den letzten 10 Minuten, ne? 6 Minuten, wir haben gar nicht mehr so viel. Boah, muss mir eine neue Flasche kaufen, damit meine Flaschen sich hier teleportieren können. Weil jetzt nicht so gut Sachen, die wir bekommen haben von den Gegnern, aber was soll's. Summ, summ. Okay. Ah, schön, da renne ich jetzt nicht durch die Gegend. Warte mal, erstmal mein Geld abholen, hallo. Ist hier irgendwas? Nein, gut. Gott sei Dank. Ich habe 10 erledigt, gib mir was. Boah. Der ist nur Level 41, aber da komme ich jetzt nicht hin. Der Wolf, der war bisher der einfachste. Ich möchte zum
Logis. Ich möchte aber nicht da rein, ich möchte davor, danke. So, speichern. Und die nächsten. Ich muss sowieso noch warten, bis meine Fähre zurückkommt. Mit den Amasianern. Wie lange dauert das noch? 11 Minuten. Boah, da muss ich ja noch 10 Minuten ja Leute verkloppen. Ich hoffe, es kommt mal so ein Viech hier, so ein super starkes Viech hier. Gefährliche Treffen oder was weiß ich, was das ist. Wenn irgendwie nach dem Kampf noch mal so ein Viech auftaucht, ich will mal versuchen, ob ich das diesmal schaffe. Ja, schon 5 FA, ich krieg die Krise. So, jetzt mal Scherz beiseite. Lass mich verdammt noch mal 8 Treffer hier machen. Da waren 8 Treffer, komm. Weiß man nicht, warum einige Treffer davon nicht getroffen haben, aber komm. Oh mein Gott. Das soll ich mal aufhören einzumischen. Ich bin meinem Mistgard hier eingefroren. Damit habe ich natürlich nicht mehr. Boah, bleib doch mal hier. Au. Au, weh, du greifst nicht an. Oh, der haut einfach ab, ey. Ich krieg die Krise. Ja, sonst ja auch nicht mehr. So, einfach nicht, ey. Wenn ich heil, Heilung ist scheiße in diesem Spiel. Ist es wirklich. Florita ist mal ein Jahrwesen. Lernen wir noch ein paar Sachen hier. Aber er braucht schon wieder Sachen. So, ich möchte Magilo steuern. Sie ist nicht mehr weit davon entfernt, hier so ein Ding zu bekommen. Bleib doch mal hier, ey. Sonst geht er doch immer auf mich los, wie blöd. Boah, das gibt's jetzt einfach nicht. Ich krieg halt einfach nicht hin. Aber tue ich doch eindeutig mehr als 8 Treffer hier abziehen. Nee, ich krieg die Krise. Das Hex hier. Ich kahle Hex. Na, verdammt, jetzt bin ich auch noch geklopft gekommen, ey. Ist eine 1 gewesen. Was mir an. Hi. Geh weg. Boah. Mein Ernst, kann doch nicht so schwer sein, ja, Treffer zu bekommen, ey. Mein Magilo ist jetzt nicht die hier Nahkampf-Spezialistin schlechthin, aber trotzdem. Ey, ich 8 Treffer, die habe ich doch schon voll oft geschafft, ey. Komm, einfach hier alles platt. Boah, boah, lass mich alle treffen, jawohl. Nein, die Mass. Nicht, was das bedeutet, aber es kommt mir bekannt vor. Oko! Warum bist du am Fighten? Guck mal, wie ich hier locker mit. Boah, Velvet 8 Treffer krieg. Boah, das gibt's doch einfach nicht. Muss ich halt echt gedrückt halten oder irgendwie sowas? Oder mache ich hier irgendwas falsch? Hat so langsam das Gefühl nämlich. Bei denen muss ich ja auch gedrückt halten bei der normalen. Wahrscheinlich muss genau ich irgendwie diese 8 Treffer hier abziehen, ne? So läuft das doch ja.
Ah, hat er ein Kochlevel erreicht? Bumm. Ist, glaube ich, immer nur 7, ne? Ja. Komm her. Komm her! Hit me! Hit me! Hi. Boah. So. Halt mal eben gedrückt. Wir mal ein paar Dinger hier haben. Ah, ich bin wieder links gedrückt. Okay. Ja, schon wieder. Ah. Mich zwei Dinger hier haben, ey. Danke. Meiner. Das gibt's doch jetzt nicht, ey. Das hätte jetzt geklappt, ne? Und schnappt sich den. So kotzen, ey. Rangetsu Reiher. Toll, da kannst du jetzt ohne zweite nicht gerade machen, ne? So, ich habe 5 Dinger. Hier geblieben, ey, das gibt's doch nicht. Kann der mal hier bleiben? Ey. Boah. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich krieg keine 8 Treffer. Wir verarschen dich hier. Hi. Hey, ich krieg doch kotzen, ey. Du bist ey. Ich will das heute noch schaffen, ey. Bibolo Ringe. Noch mehr Fokus, habe ich so ein Gefühl, ne? Ja, Lerngeschwindigkeit ausgezeichnet. Mein Ding ist immer noch nicht da. Oh mein Gott, ehrlich. Irgendwie ein Angriff, der irgendwie hat viel einfacher macht, ey. Na, ich komme jetzt nicht dazu. Nicht genug Dinger. Boah, wie auch noch nicht mal versuchen gegen mich zu kämpfen. Ey. Die hauen einfach ab. Die blöden Viecher. Ah. Noch fällt schon wieder. Boah. Wie alles schief gehen kann, ne? So, du machst jetzt aber den Mistgard, wenn es mich umbringt. Oh, da gibt's eine Sache. Ey, wollt ihr mich verarschen? Setzt doch mal eure verdammten zweiten Dinger hier ein. Ihr könnt doch nicht so unten. Wie kann man denn nur so unnütz sein? Hey. Wahre Magilo, ausgezeichnet. Schwein, Wein, Ragusoße mit 3 Sorten Fisch. Fleisch. So, dann tun wir jetzt hier Barbatos Archipel irgendjemanden hinschicken. So, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. Ich
gehe jetzt noch mal zu Dingens, ey. Ich mache jetzt dieses blöde Ballonspiel. Mal so mal, ob ich da die Mystic Art sehen kann. Und dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Da gibt es ja dieses eine Minispiel, wo man irgendwie ganz viele Treffer machen muss. Da kann ich ja nur 8 Treffer bekommen. Also los, komm her. Wo sitzt da? Ich daher verdammt noch mal den Mist gar nicht sehen, ne? Ich habe nur 3, was? Nein! Warum hatte ich denn nur? Oh, du lässt mich mit. So, sehr gut. Ausgezeichnet. Haben sie wahrscheinlich wegen dem Mystic Arts gemacht, ne? Eine Belohnung. So, das machen wir gleich mit Rokuro nochmal. Ich möchte den seinen sehen. Das hat nicht geklappt. Was hat hier noch, ey? Glaub mal hier. Der hat doch eine zweite Mystic Art bekommen, ey. Noch von 8 Treffer noch mehr, ja. So. Zeig mal. Das sah ein bisschen aus wie von Leia, nee, nicht Leia, wie heißt sie? Ja, wird's schon. Das ist Hysteria, Rose, meine Güte. 5. Platz erreicht. Flammen Norman Anzug, Okuro. Feuer Norman Hut, Okuro. Super, David. So, komm her. 36.000. Das ist viel. 5. Platz. Ruf. So, ich glaube, ich mit dem Charakter, soweit es mir möglich ist. Mit ihr hatte ich schon. Boah. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen was trainieren oder auch vielleicht auch nicht. Mal kauen. Mal schauen. Wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas, um zu sagen, dass ihr überhaupt da seid und mir zuschaut und so, ne? Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.